Hallo, ich bin die Natalie, ich bin 22 Jahre alt und ich war 2 Jahre als Au-pair in den USA. In meinem ersten Jahr habe ich auf 4 Kinder aufgepasst, in meinem zweiten Jahr auf 2. Meine Aufgaben war es, die Kinder in der Früh für die Schule fertig zu machen, schauen, dass sie gefrühstückt haben, dass sie rechtzeitig dort sind, dass sie Lunch mit haben. Nach der Schule habe ich sie halt abgeholt, dann haben wir halt den Nachmittag irgendwas gemacht, damit die halt beschäftigt sind, Hausaufgaben geholfen. Ich habe Abendessen gekocht meistens. Bei den kleineren, die habe ich dann gebadet und ich war halt da, war halt für die verantwortlich und habe geschaut, dass die eine gute Zeit haben, dass die halt ihre Sachen erledigen und das alles passt. Da hat es sehr viele gegeben. Ich glaube, das war nicht während der Au-pair-Zeit, sondern dass ich meine Gastfamilie danach schon einmal besucht habe, meine zweite. Und dass es halt einfach war, als wäre ich nie weg gewesen und dass die mich wieder aufgenommen haben und dass ich da halt einfach jetzt so eine zweite Familie habe. Ich habe online recherchiert und halt Au-pair gegoogelt und mir die verschiedenen Organisationen angeschaut. Und mich dann schlussendlich für IFS entschieden, weil meine Cousine auch mit der Organisation nach Amerika gegangen ist und das für mich am besten gepasst hat. Schon, ich bin, glaube ich, viel offener geworden, gehe jetzt viel mehr auf Leute zu, weil man das einfach muss, wenn man im Ausland ist und niemanden kennt. Es hat mir auch sehr dabei geholfen, mich für mein Studium zu entscheiden, weil ich davor halt überhaupt keine Ahnung hatte, was ich machen will. Und jetzt schon eher eine Ahnung habe. Beim Au-pair, wenn man dann halt die Familie sucht, das auf keinen Fall nach dem Ort abhängig zu machen, sondern ganz offen zu sein und gern sehr viele Fragen zu stellen den Familien. Also einfach alles, was man wissen will und dann bei der Entscheidung wirklich nach dem Bauchgefühl zu gehen und nicht zu sagen, ja, ich will das Land, also in den Staat und die Familie passt so lala und deshalb nehme ich sie, sondern wirklich drüber nachzudenken und sich für die Familien zu entscheiden, die einfach am besten vom Bauchgefühl her gepasst hat. Also ich habe einmal hier mein pinkes Schnabeltier. Das habe ich von meiner Gastmama eben, wie ich sie besuchen war, bekommen. Mit den Worten, dass es mit mir auf Reisen gehen soll, weil sie halt weiß, dass ich sehr gerne reise. Und einfach so als Erinnerung. Und dann habe ich hier mein Abschiedsbuch, das ich einerseits bei meiner Abschiedsparty zu Hause hatte, wo meine Familie und meine Freunde reingeschrieben haben. Und während meiner Zeit in den USA haben meine ganzen amerikanischen Freunde da reingeschrieben. Und es ist einfach eine sehr nette Erinnerung. Und ich lese mir das sehr gerne durch, weil es einfach sehr schön ist.